Schade, ich kann das Floß nicht. Der ist aber kurz auf Klo. Richtig schlechte Idee. Charlie, ich komme nicht besuchen. Hi. Hi. Oh, vorbeigeschwommen. Wo seid ihr jetzt? Atlantis. Wir versuchen gerade. Und eins, zwei. Auf welcher Insel waren wir denn eben? Bin tot. Nee, echt? So eine halbe Stunde unter Wasser? Tauchen kann man. Wir sind bei C13 gewesen. Dann gehen wir wieder nach C13, dann gehen wir zum Angel. So, wieder da. Hey, wurde ja auch Zeit. Baby. Wir brauchen unbedingt ein Floß. Die Port-Dinger kannst du vergessen. Die haben es tatsächlich übernommen. Die Leute, die sich ausloggen, liegen darum und pennen. Ah, gar nicht, wir waren gar nicht C13. C13 waren wir als erstes. Welche Insel sind wir nochmal? G6? Ich stehe hier auf G6. 6, okay. Besser muss ich mich schon wieder umbringen. The Lag ist Unreal. Ja, Unreal 2. Ne, Unreal 4. Das meinte, ich sterb nicht. Ja, voll langsam, ich sehe das bei dir. Scheiß. Post, ich mach gleich ein, ich hol gleich für 10 Euro einen Server, ey. Können wir auf Freeports ohne Ende landen. Mann, Kuh, töte mich doch einfach. Das ist ein weibliche Kuh, okay. Klar, das ist. Schau mal da. Wolf, ein Pferd. Pferd. Meine Güte, da willst du mal getötet werden, ne? Da sind überall harmlose Tiere in der Nähe. Oh, da ist doch was. Okay, G6 war das, ne? Ne, B6 oder G6 waren wir? G6. Gustav 6. Das stimmt da, ja. Wird doch einmal offen angezeigt, ja. You were killed by a bull. Den ersten Charakter hat's zerschossen. Mein Charakter ist weg. Ja, musst einmal neu starten, dann hast du deinen Charakter wieder. Nein, ich hab... Spiel komplett neu starten.
Ich hatte das auch vorhin einmal. Da war alles weg auf einmal. Nichts mehr geskillt. Dann kam ich auf einmal im Titelbildschirm, wo mit langen Haaren wieder und so. Da habe ich auch mal Spiel neu gestartet, da hatte ich wieder meinen alten. Ja, Ort, ne? Wie gesagt, das hatte ich jetzt gerade. Wo auf der Insel bin ich denn gerade? C13? Warum ist C13 immer aufgedeckt? Waren wir bei C13? Da waren wir als erstes. Eiswasser. Am Anfang. Du musst nach Gustav 6. Ja, weil ich wundere mich gerade nur, weil die aufgedeckt ist. Alter, lass mich da hoch. Okay, dann kann ich durchs Wasser schwimmen. Mein Haus ist immer noch nicht gestorben. Was? Alter, Ich setze eine neue Insel, wo ich hin will. Ich spawne tot unter Wasser wieder, wo ich eben war. Ah. Ja, du brauchst eine Weile, bis du von den Scheiß ja, ja, zurück und bist. Hier fliegen Pferde im Meer. Da fliegen noch mehr Sachen, da glauben wir mal. Oder die Insel ist noch nicht da. Doch, jetzt ist die Insel da. Die Bäume zumindest. Mangroven. Alter, was eine Tortur. Ja, irgendwann sterbe ich dann auch mal. Ja, vielleicht. Ziemlich resistent, ne? Ja, der hält also unter Wasser, hält der ganz schön lange aus, muss man sagen. Er kann was. Ja, der hat Perlentaucher geskillt, deswegen. Ja. Geil, das Pferd kann Moonwalk. War ich schon Premium, muss ich sagen. Ja. Also sie, jetzt weiß ich auch, warum einer vorhin gefragt hat, wie kannst du ohne Rubberbanding Wizard spielen? Aber der erklärt's gerade. Dies war nicht im Freeport. Ja, Coco, willst du mich verarschen? Coco, hau doch mal ab! Erst mal das Krokodil anschreien. Ja, der ist die ganze Zeit in der Luft am Schweben, weißt du, hat jemand anders verfolgt. Und guckt mich dann so doof an. Aber so 50 Meter von mir entfernt. Weißt du, das ist das Schlimmste dabei. Nö, geht auch nicht mit dem Neustart. Der Schar ist weg. So viel wie ich hier renne, hätte ich mal Ausdauer skillen sollen, wa? Taucht da dort versus Erstellen auf? Ja, taucht Charakter erstellen. Mehrfach hintereinander sozusagen reloggen. Irgendwann taucht dann sozusagen das Bild mit der Karte auf, wo du dann that Home Server setzen kannst. Hatte ich auch gerade. Boah, ist eigentlich nicht möglich. Das ist alles, läuft noch nicht. Ich hab's gleich geschafft. Also permanent Game. Nicht das Game, reloggen.
Den kannst du ja nicht. Du bist ja. Sie kriegt nur Charaktererstellung. Hatte ich auch gerade, sagte ich ja. Ich musste, ich glaube, fünfmal versuchen zu reloggen, bis er mir die richtige, richtige wieder auftaucht. Ja. Ich bin nie gefreut, dass ich gestorben bin in dem Spiel. Hier ja. Wo war das jetzt? G, ne? Nee. G6. Doch. Gustav. G6, ne? Gustav. Ach ja, doch, sieht man den auch. Der wieder weg von dem Freeport, ey, hau ab. Hab ich jetzt gesehen, ne? Auf mich hört ja keiner. Alter, was denn? Du, dass du im Floß baust. Ehrlich. Ja, ich muss erstmal, weil. Immer da den Chipyard dahin, bau eine Kaschemme da. Ja, wie heißen die nicht? Kaschemme. You died. Ja. Wie würde ich das hier betiteln? Schwierig. Ja. Unbeständig. Aber immer wieder geil, wie der einfach im Wasser liegt. Ein Spiel mit neuen Herausforderungen. Ein Spiel mit neuen Herausforderungen. Ja, mit neuen Features. Oberstes Feature, Lex. Zweites Feature, herumfliegende Tiere. Ohne Flügel. Naja, die können halt levitieren. Will ich auch. Ist hier. Oh, kann ich ja. Ja. Da liege ich da im Wasser rum, wa? Nee, der Idiot hat mich gelootet, Alter. Komm, ich kann ich nichts mehr machen, oder was? Oder was ist los hier? Ich bin extra gestorben, wo man wahrscheinlich nicht sehen dürfte. Also falls ihr Pakete sucht, wo euer Krempel dran ist, vergesst es. Meins ist auch weg. Nö, ich hab... Der Sack hat mich gelootet, Mann! Der Bastard, den ich da gerade gesehen habe, Alter! Ja, das ist halt, die Scheiße. Deswegen halt auch, total dämlich, dass die Leute da alle rumliegen. Alles gelootet, Mann! Der hat sogar die Feuerstellen gelootet. Ja, super. Ja, das ist halt blöde, wenn du nicht claimen kannst. Das letzte Fleisch habe ich gerade mir reingepfiffen. Also, ja, da lag aber viel drin. Der ganze die Feuerstelle war komplett voll. Der hat sogar meinen Char gelootet, Alter, der im Wasser liegt. Da muss es mal auf Idee kommen, ey, im Wasser zu gucken. Parasailia. Ist doch nicht wahr. Ich denke schon, warum sieht der so aus wie ich? Der hat meine ganzen Klamotten angehabt. Ach, weißt du, dass das vom Hauptmenü auch ausgeht? Du brauchst einfach nur Join New Atlas machen. Dann kannst du auch die Insel wieder nehmen, der Charakter wird übernommen. Also sind unsere Sachen weg, ja? Alles. Läuft. Wo bin ich jetzt wieder? Oh, ja, genau. Wolfi. Komm. Renn ich weg. Also, dann weißt du, hier rennen 50 Millionen Leute rum, die einfach nur abstauben.
Ja, dann sollten wir uns vielleicht irgendwo am Strand weil wir den Chip ja sowieso am Strand bauen müssen. Oh ne, du bist kein Schaf, du bist bist kein Schaf. Zwei Wasserbeutel, alles, Alter. Wieder halb tot, bevor du wirklich was bauen kannst, weißt du? Hey. Aus wie ein Taubsi. Oh, geil zu wissen, wenn du die linke Alt-Taste hältst, ne? Wie siehst du das nächste Ziel an die ganze Zeit? Auch Stein, Stein, Stein. Ah, da sind Steine. Hätte ich den Typen gerade verfolgen müssen und die ganz, Level 29er Wolf. Wolf hat geschlagen zu. Warum kann ich jetzt einen neuen Charakter herstellen? Ja, ist ein Fehler. So, ich guck nur noch eben, dass ich nochmal zur Base komme und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Ja, also bei mir funktioniert auch jetzt gerade nichts mehr. Ich habe jetzt die ganze Zeit Host Connecting Timeout und ich spawn auch immer wieder dahin, dass ich einen neuen Charakter erstellen muss. Ist noch alles so laggy. Ja, und gut. Wie gesagt, ich muss jetzt auch, muss mich jetzt auch fertig machen. Ich muss noch Geschenke einpacken, weil mein Stiefpapa uns in der Stunde abholt. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich jetzt dann auch schon mal dann raus. Ja, werde ich auch gleich. Wie gesagt, ich gucke nur eben, dass ich noch zur Base komme. Scheiß Alter. Ich sag dann schon mal tschüss, ne? Jo, tschö. Jo, ciao. Ja, blöd ist, dass du keinen zweiten Charakter machen kannst. Und auch nochmal schöne Weihnachten, ne? Gleichfalls. Ja, euch auch. Ja, ach so. Boah. Das ist ja doof, dass du keinen zweiten Charakter machen kannst. Das ist halt dem. Ja. Ey, ich bin beim Steinerbaum gestorben. Leck mich doch im Arsch. Das ist halt auch total behindert. Die du hattest, vom wegen neuen Charakter machen und dann direkt durchskillen, ist auch nicht so verkehrt. Ja, klar. Krieg 5 Minuten. Ja, aber man müsste sich halt vorher überlegen, wer wohin geht. Ja, genau das. Weil wenn einer jetzt auf Waffen geht, dann braucht er keinen Kochskillen oder sowas. Nein, nein, genau deswegen. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir noch ein paar Tage warten, bevor wir das Game nochmal angehen. Ja, müssen wir ja sowieso jetzt. Weil, wann kommt ihr wieder? Dienstag. Ja, Dienstag bin ich nicht da. Ne, warte mal, Dienstag ist zwar erster Weihnachtstag, ne? Genau, erster. Ja, da wäre ich tatsächlich noch da. Nur zweiten Weihnachtstag bin ich halt mittags nicht da. Bis abends. Aber da wäre ich abends halt wieder da. Ja, das ist ja alles kein Thema. Aber ich denke mal, wenn die jetzt eventuell, nee, andersrum, dann werden sich die Anfangsinseln vielleicht ein bisschen beruhigt haben über die Feiertage. Ja, wenn sie jetzt weiter dran arbeiten, ja. Da würde ich nämlich sagen, dann spielen wir Dienstagabend einfach weiter. Oder wieder neu. Ja, genau. Aber so haben wir schon mal einen Eindruck gehabt. Es hat Potenzial, ja. Aber es ist halt gerade einfach der Release. Der zwingt das Ding komplett in die Knie. Vor allem, das Beste ist halt, wir wissen jetzt, worum es geht. Was Richtig. Wir machen müssen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal viel schneller sein. Ja. Wir wissen, wenn wir dieselbe Insel nehmen, wir wissen, wo das Wasser ist. Wir wissen, wo wir hin müssen. Und ich glaube, dementsprechend werde ich jetzt die 5 Stunden Aufnahme auch in die Tonne treten. Nee, die behalte ich. Die hau ich trotzdem auf YouTube raus. Ist ja egal.
Ja, Ersteindruck, ne? Ja, sicher. Warum nicht? Pass auf. Oh, warte mal, Stunde, dann kann ich eigentlich den Stream komplett rüberschieben und dann morgen freigeben. Yay! Das müsste noch klappen. Ich glaube, das ist ein Ninja. Normal, ich würde das ganz normal machen, wie bei, wie, also die halbe Stunde Parts machen und gut ist. Dann einfach durchlaufen lassen. Ist ja egal, ob man neu anfängt, ist ja Latte. Ja, klar. Also den hast du halt, ne, hier von wegen, kannst reinschreiben, Release Day und dann nochmal anständig. Genau. Ah, ich dachte, kannst du mich töten, wa? Ach, Arschlecken, ich bleib hier liegen. Ja, das ist auf jeden Fall so nicht spielbar. Ich finde gut, dass ich... Weil du das Schlimmste ist, du kannst halt auch gar nicht, fast gar nicht kämpfen, ne? Das ist total zum Kotzen. Weil ich normalerweise so ein Wolf, der zerflügt dich innerhalb von ein paar Sekunden. Normalerweise. Guck mal, und du haust keinen Wolf mit der Faust um. Das schaffst du normalerweise nicht. Geilste ist, dass du stirbst, wenn du mit der Faust auf den Wolf einschlägst, der schon tot ist. Weil normalerweise, wie gesagt, wenn du jetzt Ark oder so gegen einen Wolf antrittst, dann machst du mit der Hand nicht. Das kannst du vergessen. Ganz schnell tot. Wie claimt man hier eigentlich? Auf den Starter-Engine gar nicht. Ich glaube, da geht auf den Starter-Engine nicht. Das heißt, du musst dich eigentlich irgendwo hinlegen, wo du weißt, dass du nicht angegriffen wirst. Ja, deswegen musst du ja dann was claimen später. Eigentlich musst du relativ zügig dahin bauen, dass du claimen kannst. Ist so. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir Dingis kriegen. Ja, wir müssen zusehen, dass einer halt direkt Richtung Hilfe skillt. Ja, und dann, ja, wie gesagt, dann die anderen müssen sich dann halt aussuchen, was sie alle machen. Einer Richtung, keine Ahnung, Richtung überhaupt. Ja, bauen ist ja mit Schiffe zusammen. Im Endeffekt. Ich würde zum Beispiel Waffen-Schmied gehen, weil das ist auch... Da muss ja auch noch ein Stück. Hier Chemikalien und so. Ja, dann gibt's ja noch die anderen Sachen alles, ne? Medizin gibt's noch, Koch gibt's noch. Ja, noch einige Sachen. Tatsächlich. Ich würde am Anfang zum Beispiel direkt erstmal auf Waffen gehen, Fernkampf- und Nahkampfwaffen. Komplett. Weil Schmiede brauchst du jetzt am Anfang sowieso noch nicht. Schwachsinn. Wer weiß, vielleicht sind ja dann, was ist das, übermorgen, vielleicht sind ja dann, läuft das ja ein bisschen besser, alles. Können wir dann sehen. Eigentlich müssen wir so einen Post verfassen bei Reddit, wo die, dass sie die Charaktere, wisst ihr, richtig ausloggen sollen und nicht schlafen liegen lassen sollen. Für bessere Performance. Wir hätten vielleicht Dingens, die sagen sollen. Wir hätten gerade, wo wir am Freeport waren, einfach mal ein Bild davon machen sollen. Und dann einfach bei Twitter und bei Dingens. Und dann einfach Hashtag Atlas Game oder so. Und dann einfach nur im Ernst? Fragezeichen.
Brauchst du gar nicht, brauchst du nur klippen und irgendwo hin machen, das ist ja wie eine Diashow. Nee, das war wirklich sehr interessant. Ja, das war's wirklich. So. Aus sich mal den Dicken. Jo, ich mach dann jetzt auch aus. Dankeschön auf jeden Fall für die Follows und den Sub. Ihr habt jetzt den ersten Eindruck von Atlas gesehen, alle, denke ich mal. Und wir werden übermorgen weiterspielen. Also am ersten Weihnachtstag. Ich wünsche euch einen super schönen Heiligabend morgen. Wenn ihr heute Abend wahrscheinlich nicht mehr dabei sein solltet. Ich werde heute Abend wieder streamen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn wir uns nicht mehr hören oder lesen, einen wunderschönen Heiligabend morgen. Und natürlich den ersten Weihnachtstag bis abends, bis ich wieder streame. Auch natürlich einen super schönen Tag. Wenn wir uns gar nicht mehr hören, schöne Feiertage, einen guten Rutsch auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie im Urlaub fahrt oder so. Und ja, ich hoste euch mal zum Sir Levin. Grüßt ihn schön von mir. Und ja, wir sehen uns heute Abend oder dann die Tage. Ciao.